Jo und herzlich willkommen zu einem neuen Tag des Flyverbandskalenders. Heute ist Tag Nummer 15 und ausgelost werden heute zwei Tage, tatsächlich nur einmal zwei Tage. Ich weiß nicht, irgendwie in meiner Vorrechnung habe ich gedacht, das sind mindestens zwei oder drei Tage, aber ist ja auch egal, die doppelt ausgelost werden. Ist ja Wurst. Auf jeden Fall, genau, losen wir Tag 12 und Tag 13 aus. Und heute gibt es zu gewinnen an Tag 15, etwas, auf das ihr alle scharf wart, als es mir donated wurde, einen Der eine Ring der Liebe plus 17. Ja, plus 17. In Zahlen 3 und 17. Das war noch ein Joke. Ja, auf jeden Fall, genau, den gibt es heute zu gewinnen. Und wie gesagt, jetzt kommen zwei Auslosungen. Ich hoffe mal, ich verkacke jetzt nichts, weil das könnte jetzt tatsächlich schon ein little bit difficult werden. Eigentlich nicht, aber ihr kennt mich. Manchmal hat man einfach mal harte Brain Farts. Genau, also Soul Emerald Set und Bronze Wings war Tag 12. Wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, genau. Und dementsprechend, ja, losen wir die jetzt aus. Tag 12, passt, richtiges Video. Kofferbox Nummer 69, mein Freund. Kofferbox, der Bernd. Nicer YouTube-Kanalname auf jeden Fall auch. Und, oh, hoppla. Ja, nice, dass man meinen Einlog-Screen nicht sieht, da muss ich nichts weg, muss ich es nicht zensieren. Aber ich muss mir das gleich aufschreiben, wenn wir dann rerollen, dann habe ich es nicht mehr offen. Also, Tag 12, Kofferbox. Achso, ja genau, stimmt, den Gewinn kann ich eh nicht verschicken, weil... Ja, bei die Bronze Wings, ich bezweifle jetzt mal, dass die gehen. Na, die gehen nicht. Das ist immer die Sache, soll ich es jetzt schon halb zuschicken? Na, ich würde sagen, hol dir den Gewinn ab. Es ist so halb-halb, irgendwie mag ich das doch nicht. Ich weiß, ich habe es am Anfang gemacht, aber das mag ich irgendwie eigentlich überhaupt nicht, weil... Ja, das heißt, ich schicke dir jetzt nichts... Und dann heißt es einfach nur herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr nur die andere Auslosung sehen wollt, könnt ihr einfach vorskippen. Was soll ich das vielleicht dazu schreiben? Tag 12. Genau, das habe ich bisher irgendwie nicht dazu geschrieben. Es fällt mir gerade so auf, eigentlich gibt es überhaupt keinen Sinn, wenn ich einfach nur schreibe, herzlichen Glückwunsch, weiß man gar nicht, was man gewonnen hat. Aber, naja, wenn man überhaupt was gewonnen hat, ist glaube ich auch nicht schlecht. Genau, und Kofferbox gibt es denn überhaupt? Das erfahren wir jetzt. Perfekt. Dann kopiere ich schon mal den Text. Wobei, ne doch, den LSA, scheiße, jetzt konnte ich es nicht kopieren, ey, verdammt nochmal. Na gut, dann muss ich den nochmal neu schreiben. Ist vielleicht auch besser so, das ist unique, more unique. Genau, jetzt müssen wir eh ein neues Video laden. Genau, Choose Video. Dann Tag Nummer 13. Copy Pasta. Load Comments. Das sind ein paar mehr. Das sind jetzt 175. Vorher war es 110. Also man merkt schon deutlich den Unterschied zwischen dem einen Item, dem einen Tag und dem anderen Tag. Ja. Aber gut, so war es ja auch gewollt, dass nicht jeder dann mitmacht, wenn es halt für den selbst einfach kein so guter Gewinn ist oder wenn man damit einfach nichts wirklich anfangen kann. Dass man dann halt anderen Leuten den Vortritt lässt, die dann eben damit was anfangen können. Genau, und hier geht's jetzt um mein LSD Cloak M und der Gewinner heißt... Rigged Giveaway, by the way, 69 und 71, also rigged. Und Lorsix, man, will mal was gewinnen. Tja, hast du genug? Das ist wie bei Flife, du musst dich nur aufregen, schon gewinnst du. Also Glückwunsch, hat sich gelohnt, dass du... dich beschwert hast. Ich bin WeWebson. Du musst dich nur bei mir beschweren. Schon passiert was. War nur ein Joke. Wenn ihr euch jetzt alle beschwert, kriegt ihr gar nichts. Was? Wobei, da kann ich es ja ausprobieren, aber das dürfte eigentlich ziemlich safe sein, dass der nicht geht. Genau. Jetzt muss ich leider nochmal schreiben, weil ich es jetzt echt nicht kopieren konnte, oder? Na. Achso, ja, ich habe eh gerade den Namen kopiert und what the fuck geht denn hier? Hab ich schreibe außerhalb von dem Rahmen. Okay. So, herzlichen... Rechtschreibung am Start. Glückwunsch. Tag 13 hast du gewonnen. Made
dich in-game bei mir, um deinen Gewinn abzurufen. Perfekt. Ups. Trauriger Smiley. So, und passt auch. Sehr schön. Gut, dann haben wir das. Dann, ja, die nächsten Tage ganz normal nur noch eine Auslosung, wenn mich nicht alles täuscht. Doch. Und, jo, freut euch auf jeden Fall. Es sind noch einige fette Sachen im Adventskalender. Also, wir sind noch nicht am Ende. Es kommen noch einige Burner. Und, genau, heute, wie gesagt, einen der eine Ring plus 17. Übrigens, zum Thema von gestern, Final 10... Er war es, er hat sich gestern tatsächlich, oder sie, weiß es nicht, aber ich sage jetzt einfach mal pauschal er, ja. Oh, did I just assume his gender or her gender? Hat sich noch gemeldet, ich habe gefragt, ob er Final 10 ist im Discord. Habe leider keine Antwort bekommen, es war einfach nur ein, oh, ich habe gewonnen, musste arbeiten, 3. Mehr war es nicht, also hat er nicht mal meine Frage beantwortet, die ich ihm bestellt habe, aber ja, mittlerweile ist rausgekommen, er ist es anscheinend. Jetzt warte ich halt noch drauf, dass er sich in-game dann auch mal rührt, ist... nicht ganz so einwandfrei gelaufen. Ja, eigentlich hatte ich gedacht, dass die Leute sich bei mir melden und nicht andersrum, dass ich den Leuten quasi noch hinterher laufen muss, dann ein wenig. Aber naja, ist zum Glück ein Einzelfall bisher. Genau. Sonst habe ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen. Ja, dann war's das. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Morgen geht's weiter. Bis dahin, viel Glück weiterhin und ciao, ciao.